Ich muss einfach sagen, wenn ich dieses Problem nicht gelöst kriege, kommen in absehbarer Zeit erstmal keine Videos mehr. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog über mich und meine Probleme. Und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, dass auf meinem Kanal noch so ein weiteres komisches, kurzes Scheißvideo ist. Aber hey, hi, hi, na? Ich habe ein kleines Problem. Und zwar ist mein Problem eine kleine Kontrollleuchte an meinem Kompressormischpult. Und ich möchte einfach, wenn ihr gerade zuschaut und Ahnung von Recording, von Mikrofon, von Mischpult, von XLR-Kabeln, der ganzen Kacke da hat, die habt, die da mit dranhängt, dann würde ich mich euch sehr, sehr verbunden fühlen, wenn ihr mir da eventuell weiterhelfen könntet, weil ich finde im Internet keine Info dazu. Ich begreife es selber nicht und wenn ich selber eine Ahnung hätte, würde ich, glaube ich, wohl kaum so ein Video machen. Ich muss einfach sagen, wenn ich dieses Problem nicht gelöst kriege, kommen in absehbarer Zeit erstmal keine Videos mehr. Das kann ja auch nicht sein, ne? Vorhin war ja noch so eine tolle Beleuchtung, jetzt verzieht sich auf einmal hier die Sonne. Naja, egal. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, was mein Problem ist. Und zwar wirklich, wenn ihr davon Ahnung habt, ich würde euch so abküssen, wenn jemand von euch mir die richtige Lösung geben könnte auf dieses Problem. Wahrscheinlich ist es was total Simples, aber ich krieg's einfach nicht hin. Dafür habe ich sogar extra diese alte Canon Legere hier mal wieder aus der Schublade geholt. Und zwar jetzt nicht sagen, ah, Apple ist scheiße, weil alle, die jetzt einfach drunter schreiben, Apple ist scheiße, kriegen von mir einfach einen Block oder einen Kacke auf in Fresse geworfen. Weil daran liegt es auf keinen Fall, weil das ist einfach, bin mit diesem Rechner seit anderthalb Jahren am Arbeiten und von gestern auf heute Morgen geht es auf einmal nicht mehr. Also es ist gerade, ungelogen, es ist gerade 14:08 Uhr und ich sitze hier dran, ohne Spaß, seit 9 Uhr, seit 5 Stunden versuche ich dieses Ding hinzukriegen. Alles komplett PC neu gemacht, es liegt nicht am PC, es liegt einfach an dieser Kackleuchte, seht ihr die? Der aufmerksame Zuschauer liest vielleicht mal ab und zu die Beschreibung und weiß auch, was ich für ein Equipment habe, weil da steht ja drin, was ich für eine Tastatur habe oder für eine Maus oder danke für 80. Da steht ja immer alles drin, was ich so an Equipment habe. Und ich beschreibe das euch jetzt erstmal ganz kurz. Und zwar, ich würde mich so freuen, wenn einer von euch mir darauf die Antwort nennen könnte, weil ich habe einfach überhaupt keinen Plan, wie ich sonst weiter aufnehmen soll. Folgende Sache: Das hier ist mein Mikrofon, mit dem ich aufnehme. Das ist dann so ein Mikrofonarm, den kann ich so rüberziehen. Da hinten ist mein Laptop, den könnt ihr einfach mal ignorieren. Ich habe ja hier dieses Mikrofon und das ist ein Rode NT1-A und das geht in ein XLR-Kabel. Ich mache hier gerade so ein komplettes Equipment-Video. Naja, das XLR-Kabel geht hier komplett durch den Mikrofonarm. Hier seht ihr, wie das so rauskommt. Ist das hier so rum? Geht das hier unterm Tisch her? Und so weiter und so fort. Und dann mündet das hier hinten rein in das, Moment, ich zeige euch mal, was das für ein Mischpult ist. Das ist das TB, erkläre euch das erstmal so komplett. Und zwar, dieses Kabel geht quasi von dem Mikrofon. Ich spreche in das Mikrofon, der Ton geht durch das XLR-Kabel, durch den Mikrofonarm durch, hinten in das TB202. Das ist so ein Tube-Preamp-Kompressor-Teil. Einfach, damit ich mehr Möglichkeiten habe, meine Stimme quasi zu bearbeiten, dass es sich quasi besser anhört. Das Mikrofon geht auf jeden Fall, ihr wisst es gerade noch, von dem Mikrofon raus. Das XLR-Kabel geht dann hier rein in Input. Dann stelle ich hier bei dem Mischpult halt hier so ein paar Sachen um, so ein paar Hebel drücke ich dann einfach, drücke so ein paar Sachen und so weiter und so fort. Und dann geht es hier aus dem Output, geht dann XLR-Kabel wieder raus. Und das geht hier in meinen Behringer Xenix 1002. Das geht hier rein. Und dann habe ich hier meine ganzen Einstellungen. Habe hier beispielsweise den Main Mix. Ich habe Level. Ich habe den Gain, womit ich sagen kann, okay, so laut soll meine Stimme sein. So viel soll mitgefiltert werden. Dann geht das Ganze über diese Klinke auf dem Out-Dingsbums in meinen iMac. Über so ein USB-Ding, über dieses Mikrofon. Und damit ist dann quasi auch schon der Hase läuft damit, sage ich mal, ist einfach so eine Jattensprache. Und zwar, die Sache ist einfach, ich blende euch jetzt mal ein Foto ein, wie es bei mir vorher aussah, weil ich habe irgendwann mal vor einiger Zeit ein Foto einfach von meinen Einstellungen gemacht. Falls ich mal irgendwie hier das sauber machen sollte, dann verdrehe ich ein paar Knöpfchen einfach, dass ich weiß, wie die Einstellungen waren, damit es perfekt ist. Und auf diesem Foto seht ihr, dass diese Leuchte, jetzt ist das Foto mal eben in irgendeine andere Ecke gerutscht oder so, diese Leuchte ist grün und ich kann da nichts dran ändern. Wenn ich hier den Knopf drücke, geht das Ding nicht auf grün, sondern es bleibt halt auf rot quasi. Ich weiß nicht, was das soll, dass dieser Kompressor hier die ganze Zeit auf rot ist, aber das ist quasi so mein Problem und wenn ich das nicht gefixt kriege, kann ich erstmal keine Videos mehr aufnehmen. Das regt mich extrem auf. Auch wenn ich dann beispielsweise hier in Audacity mal draufklicke und ich habe hier Mikrofon 3C Media USB Mikrofon, das alles USB Headphone, das ist alles perfekt eingestellt und dann drücke ich hier drauf, drücke auf Aufnahme, laber hier, da kommt nichts an und auch hier vorne
hier kommt auch nichts an, weil normalerweise, wenn ich jetzt reden würde, wird das immer so ein bisschen ausschlagen, dass ich sehe, ob ich im roten Bereich bin oder noch im grünen Bereich, dass ich quasi während der Aufnahme genau sehen kann, wie meine Stimme ausschlägt, wie das Ganze perfekt ist. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was mein Problem ist. Also quasi das eigentliche Problem ist ja, hier ist nichts kaputt, weil dieses Ding hier bei dem Mischpult, da leuchten ja wirklich alle Knöpfchen leuchten, auch an diesem Mischpult hier, an dem zweiten, wo das dann nochmal drin, quasi die Stimme nochmal reinkommt, der Ton nochmal bearbeitet wird und dann erst in den Rechner kommt. Leuchtet ja alles, es läuft alles, die Lämpchen sind an, mein Mikrofon hier, das ist ja nicht hingefallen oder irgendwie sowas, sondern das liegt einfach nur an dieser einen Kontrollleuchte hier, an diesem Kompressor-Ding, und das muss einfach auf grün stehen, damit da überhaupt irgendwas ankommt, weil das Problem ist halt, dass hier nicht mal Ton reinkommt, weil sonst würde dieses Masterteil hier, wird ja schon ausschlagen. Ich sag's mal so, ich habe so viel Ahnung bedingt davon, dass ich es hinkriege, dass meine Stimme in den PC kommt und sich einigermaßen vernünftig anhört, ohne dass ihr irgendein Rauschen habt und alles mögliche. Das kennt ihr ja, wenn ihr meine Videos schaut, da beschwert sich ja eigentlich nie jemand darüber, ach, kauft ihr mal ein neues Mikro oder so, weil das läuft auch eigentlich alles, und da beschwert sich auch kein anderer darüber, wenn er mit mir aufnimmt, aber das Problem ist halt, wenn es so weitergeht, kann ich nicht mehr aufnehmen, weil diese doofe Kompressorleuchte ist einfach rot, und auch wenn da jetzt so Kommentare kommen, wie drückt doch mal den Button da drunter oder so, der eigentlich dafür zuständig ist, selbst wenn ich da drauf drücke, ist zwar im Hintergrund so eine kleine grüne Leuchte, die angeht, aber es bleibt einfach so rot und ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber eventuell hat da jemand von euch mehr Ahnung von, ich würde mich da auf jeden Fall extrem drüber freuen, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, und ihr werdet dann natürlich auch namentlich erwähnt und ich überweise euch 10 Millionen Euro und... Nee, aber ich weiß nicht, es würde mich einfach mega freuen. Es würde mich zwar wundern, wenn jemand von euch da wirklich so Ahnung von hat, weil das, wenn ich da im Internet nichts mal was drüber finde, weiß ich nicht, ob da jemand von euch mir dann weiterhelfen kann. Aber ich dachte, ihr seid jetzt so meine letzte Rettung. Sonst würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video für heute. Es tut mir leid, dass hier wieder so ein komisches, hey, ich habe keinen Plan, wie die Scheiße funktioniert, Video kommt, aber... Es muss einfach sein und ihr werdet quasi jetzt so meine letzte Rettung, weil ich nirgendwo irgendwie Hilfe finde. Und es ist heute auch Sonntag und ich kann erst morgen wieder zu einem zu irgendeinem Tonstudio hier fahren in der Nähe von Hamburg. Und die Sache ist halt auch, ich bin morgen den ganzen Tag unterwegs, ich habe morgen wieder Uni, ich bin bei so einer Ausstellung und so und muss morgen noch so ein paar Sachen erledigen. Und ich muss eigentlich heute Videos vorproduzieren. Das heißt, ihr seid heute am Sonntag meine einzige Rettung, wie ich das irgendwie wieder hinkriegen kann. Also wenn ihr da Ahnung von habt, dass irgendwie mein Ton in das Kompressormuschpult reinkommt, weil hiermit funktioniert ja alles, aber wenn ich hier normalerweise an die Mikro so klatsche oder so, müsste diese Anzeige hier schon längst ausschlagen. Und das tut sie einfach nicht, deswegen... Ich weiß nicht, es kann ja nicht an den Kabeln liegen, sondern es liegt einfach an diesem Kompressorleuchte, dass dieser Kompressor nicht anders ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Also wenn ihr mir da helfen könnt, dann wäre ich euch sehr verbunden. Und ja, tschüss.